Hallo Freunde, willkommen zurück zu Spirit Tracks. Alles klar, ich habe von euch die Tipps gelesen, dass ich das Huhn schon holen könnte, indem ich es runterpuste. Okay, das wusste ich nicht mehr, aber ich denke, das machen wir ein andermal. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu der Brücke. Also wo wir hin sollen, wo es dann wird man uns, ja, ich denke mal, das ist wirklich so, ja, ist leider kaputt, wer könnte uns da nur helfen? Hey, haben wir nicht vor 2 Sekunden erst den Typen gefunden, der Brücken baut? Und dann müssen wir da wieder hinfahren und, eieiei. So, ach ja, der Spaß mit den Eisenbahnen. So, ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier so lang fahre. So, und einfach dahin mal, let's go. Dum bum bam, dum. Vielleicht wieder ein paar Häschen noch. Und apropos Häschen. Ich könnte eigentlich schon mir einen neuen Herzcontainer holen, da der olle Hasentyp sich nach 5 Hasen schon so freut, dass er uns einfach... Oh, hoppala! Yeah! So, okay. Und... Nein! Yes, okay! Mist, ich sollte mir, einen Waldhasen. Ich sollte mir die echt markieren. Das mache ich jetzt auch, wartet mal. Also hier habe ich einen Hasen gefangen. So, die anderen beiden Punkte sind Hasen, die noch fehlen. Und das werde ich jetzt aber immer so machen, damit wir am Ende wissen, welche Hasen noch fehlen. Ja, genau. Was ist nur los mit mir? Ich spreche heute irgendwie ein bisschen komisch, aber ich hoffe, das ist euch egal. Dum, dum, dum. So, Hasen irgendwo? Nö. Und sollten wir irgendwann zum Punkt kommen, wo wir echt einfach die Hasen alle komplettieren, dann... Oh, wartet mal. Wo fährt denn der jetzt lang? Ich achte jetzt kurz auf die zweite Bahn. Bitte fahr nach oben. Bitte fahr nach oben. Ja, er fährt nach oben. Gut. Weiter nach Hasen umgucken. Jetzt sind wir jetzt gleich da. Und sollten wir jetzt echt wenigstens echt noch da hochfahren, dann fahre ich aber bei dem Hasen vorbei. Hol mir einen Herzcontainer. Dass sich auch der Weg irgendwie trotzdem nochmal lohnt. Soll ich vielleicht auch mal bei Terry vorbeischauen? Bei Terry kann ich auch mal vorbeischauen, wenn er schon mal hier ist. Wartet mal. Ich rufe ihn einfach mal. Komm schon. Terry, Mann. So, okay, stopp. So, wo ist er jetzt? Was macht er denn da? Natürlich fliegt er genau da irgendwie hin. Oh, oh. Das ist natürlich ein Problem mit der euren scheiß Bahn, aber ich glaube, die ist dann gleich wieder woanders, wenn ich hier fertig bin. Oh Gott, dann spawnen die wieder neu. So, okay. So, weil ich muss ihm ja hier alles leer kaufen oder halbwegs viel kaufen, den ersten VIP-Status irgendwie steigen, dann kriegt er seinen Herzcontainer hier. Hallo, du Typi. Oh, du hast 0 Punkte. Oh, aber ein schön wenig Rubine, ey. Verdammt, Mann. Kann ich ihm einfach irgendwas abkaufen? Wie teuer ist denn das hier? 100. Ach du Scheiße. Ja, ich kaufe ihm das einfach mal. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Typ für die Brücke so viel Geld will. Die wüsste ich jetzt auch nicht. Ach, wir lassen uns überraschen. So. Yeah! Jetzt habe ich zeigt nicht so jetzt schon 2 Stück, weil ihn zeigt er in der Flasche gefunden, ne? Du, ja, willst du noch was kaufen? Nein. Tschüss. So, wie viele Punkte kriegt denn jetzt? Ich will Punkte, Mann. 10 Punkte. Okay, 200 Punkte und ich krieg eine Silberkarte. Alter. Okay. Ich habe jetzt, ja, 2 Flaschen. Sehr cool. Danke, Mann, du Trottel. So, und die Züge sind neu gespawnt, ne? Ne? Hm, na toll. Okay, dann fahre ich dem einfach so hinterher. So, und dann sind wir wieder bei der Bridge. Hol ich mir noch einen Hasen auf dem Weg, den ich mir da markiert habe, und dann geht's ab. Oh Gott, ey. Nicht dein Ernst, oder? Oh Mann, warum fahre ich denn rückwärts? Oh Gott. Naja, okay. Dann müssen wir jetzt durch. Wieso? Wie ich rückwärts einfach fahren muss. Egal. Dum. Schnellste Speed-Möglichkeit, die man hat. So, dann muss ich aber... was habe ich getan? Warte, was habe ich getan? Ich will, dass das... Hä? Achso, ja doch, da will ich lang. Dann kann ich nämlich umdrehen. Ach, ist das alles eine Umständlichkeit vom Allerfeinsten. So. Okay. Stopp und let's go mit Vollspeed. Tut, tut. Und dann hol ich mir einen Hasen ab. Dum, dum, bam, dum, dum, dum. Gott, wie soll ich denn von dem da so viel kaufen, ey? Dann ist es natürlich das Beste, wenn man sich die ganzen teuren Sachen holt. Na, komm her, du scheiß Flug. Achso, das ist eine Möwe. Ich dachte, das wäre wie so ein Fluggegner. Dum, 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 dum. So, kann man den Hasen nur von der anderen Seite kriegen oder ist er auch hier? Oh, oh. So. Oh, oh. Hä? Wo ist der Hase? Okay, geht wohl nur von der anderen Seite, da hier nicht in Reichweite ist. So, okay. Leute, wir sind da. Und hey, die Brücke ist ja doch heile. Die Brücke ist heile, ich fasse es einfach nicht, oder? Ich weiß nicht, ich... Nee, okay, die ist irgendwie... Warte mal.
Nö, gesperrt. Hau uns, Marcel, bremsen schnell, Alter. Die Brücke ist kaputt. Hier kommen wir nicht weiter. Dies scheint der einzige Weg zu sein. Was sollen wir jetzt tun? Na, was wohl, Mann. Erstmal halte ich hier an dem Bahnhof hier. So. Gucken, wer hier ist. Was hier abgeht, wer hier aufs Maul will. Ich habe keine Ahnung. Bahnhof an der Brücke. Sieh mal, Marcel, was für ein kleiner Bahnhof. Ah, und ein großes Haus. Sehen wir uns das doch mal an. Oh ja, das ist jetzt cool. Ihr seht schon auf der Karte, über uns ist noch eine Treppe, bloß wir kommen hier leider nicht über die Schienen rüber. Ah, okay. Die Brücke. Die Brücke ist kaputt. Wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Wir brauchen jemanden, der die Brücke reparieren kann. Ach, you don't say. Ist doch nicht wahr. Und jetzt hier, Leute, Achtung. Ihr werdet kaum glauben, wer hier wohnt. Überraschung. Oh mein Gott. Hallo Kleiner, was kann ich für dich tun? Lightback! Was willst du, du rubinloser Rabauke? Du hast hier nichts verloren. Los, verschwinde, Abmarsch, raus hier. Was? Was war das? Bitte? Bitte was? Hör gut zu und merk dir meinen Namen. Ich bin Lineback, der weltbekannte Schatzjäger. Hä, Moment mal. Ist das derselbe? Aus Phantom Hourglass? Weil, denn, das, wie, wir haben es ja schon öfter angesprochen, das ist irgendwie paradox, dass der Nico so alt ist. Aber Lineback ist anscheinend nicht gealtert. Komisch. Aber die sind ja auch in einer, die sind ja, Lineback und Nico sind in einem und demselben Spiel Phantom Hourglass. Und da ist Nico auch noch jung. Ich suche nach den seltensten Schätzen der Welt, Mann. Und verkaufe sie dem, der am besten zahlt. Da bist du platt, wa? Naja. Ihr Kinder heute habt doch keine Ahnung von nichts. Du schießt im Weg, ich habe Arbeit zu erledigen. Stell dich woanders hin. Ey, ich brauche deine Arbeit. Außerdem, warum hast du eine Tingle-Statue bei dir? Du hast ja zwei, da oben ist ja noch eine. Ein bisschen in Gold. Und Alter, hier hat er das Fernglas aus Wind Waker. Cool, das ist bestimmt noch mehr geilen Stuff hier. Du schon wieder, was willst du? Na, toll. Puh. Ja, ich bin schon ein toller Hecht, wa? Es spricht für dich, dass das dir aufgefallen ist, Kleiner. Aber was willst du hier? Du siehst mir nicht so aus, als hättest du Schätze zu verkaufen. Na doch, Mann. Oder willst du zur Küste über... Aber die Brücke ist kaputt? Genau. Stimmt ja, der letzte Sturm hat die Brücke ziemlich mitgenommen. Ich wollte ja schon Malois vom Schneetal holen, der kennt sich mit sowas aus. Aber die verschwindenden Schienen sind erstmal das größere Problem. Ich handel mit Läden im ganzen Land und ohne Schienen geht das nicht. Du bist doch Lokführer, oder? Also, kannst du Malois einfach herbringen? Jupp. Ja, du gefällst mir, Kleiner. Ich warte hier auf euch. Hopp, hopp ins Schneetal. Oh, ey. Wirklich toll. Tja, Lineback ist hier. Ist das derselbe oder ist das irgendwie Nachfahre von Lineback? Ist alles sehr merkwürdig. Ich guck mal noch kurz hier. Oh. Soll ich den mal wecken? Ich weck den mal. Wie war das nochmal der Song? Ich glaube einfach, genau. So. Da-dum, ba-dum, bam-bam. Da war doch der Wecksong, ne? Du hast das, ja, das Wecklied gezockt. Um in die Erde Verborgenes an die Oberfläche zu holen, brauchst du das Schatzsucherlied. Das kennst du doch, oder? Klar. Natürlich kennst du es. Na dann mal los. Okay. Ich zocke mal das Schatzsucherlied. Bloß, wie war das nochmal? War es das hier? Mann! Oder andersrum? Okay. War das das Schatzsucherlied oder war das diese Fee rettet mich? Das Rettungslied. Oh. Die Federrettung kann dir hier nicht helfen. Okay, wartet mal, da muss ich gucken. Wie war denn nochmal das Lied? Ich habe mir jetzt nur die Farben immer gemerkt. Oh Gott. Das ist so lang, das Lied, aber alles klar. Mann, ich muss einfach weiter wegpusten. Achtung. Ja, einfach nur einen schönen Abstand halten, dann geht's. Dum, bam, brum, bum, bum. So, und jetzt, hier gibt es keinen Schatz zu entdecken. Ey, die alte Stadt verarscht hier, ey. Oh, Mann. Was ist hier los? Okay, hier gibt's anscheinend doch überhaupt nichts. Das ist ja gemein. Gut, dann müssen wir jetzt einfach los und Malois holen im Schneetal. Und wie gesagt, dann will ich jetzt mal ganz kurz noch zu dem Hasentypen. Und hol mir einen Herzcontainer. Und dann haben wir die erste Reihe voll. Zurücktreten bitte. Oh, voll angestaubt. So, leider gibt es keine Abkürzung dahin. So, die Züge fahren hier lang. Er muss echt den ganzen Weg nochmal zurück. Ey.
Ich weiß gar nicht, wann das kam mit denen, dass man hier abkürzen kann. Echt mies. Okay, warte mal, ich guck mal, ob ich jetzt nochmal den Hasen sehe. Der war ja hier irgendwo, ich hab's mir ja markiert. Das ist anscheinend echt von der anderen Seite aus nur. Wo ist der denn? Oh, lenken mich die schon wieder ab, die euren Säcke hier. Oh, ab hier mit deinem euren Scheiß. So. Hier würde ich so gerne die Abkürzung schon nehmen, aber es geht noch nicht. Durch diese Tore. Die Tore stellen nämlich echt Abkürzungen dar. Na gut, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, dann wird es jetzt echt mal jetzt an der Zeit zu schneiden. Und wir sehen uns dann gleich beim Hasen wieder. Den Zügen weiche ich ja hier aus. Hier passiert nichts weiter. Also, Leute, bis gleich bei Hasso! So, Leute, nicht wundern. Ich habe ein bisschen gelitten auf der Fahrt hierhin, ist ja klar. So, jetzt werde ich mir hier erstmal ein Häschen holen. Das da. Jung. Können wir das auch abhaken? Die Markierung. So. Flupp. Oh, yes. Gefangen. Ein Waldhasen. So, markieren. Punkt hier wegradieren. Ein kleines Häkchen hin. Okay. Alter, voll am Qualm, alles im Arsch. So, jetzt aber endlich schon die erste Herzreihe voll. Ja, es gibt 16 Herzen. Vollbremsung! Oh, von die Eisen gestiegen. So, aber der Hasso, der freut sich jetzt. 5 verschiedene Hasen. Eigentlich nur 2 bisher. Die Schneehasen und ein paar Waldhasen. So, na Kumpel? Oh, nimm diese 50 Rubine, vielen Dank. Ah, der hat ein Jahr Geld. Du hast ja wirklich 5 Hasen gefangen. Hier das Geschenk, versprochen ist versprochen. Oh, nice. Wieder ein Herzcontainer dazu bekommen. Wenn du 10 Waldhasen fängst, gibt's eine Belohnung. Eigentlich ist ja schon so viel. Nee, wie, du hast gar keine Häschen dabei? Ja, und die können sich jetzt halt alle hier angucken. Warte mal, hört sich schon. Hier sind durch die Schneehasen verteilt. Naja, genau. Oh, ja, ein Hasenpark. Hier kann man sein Herz erweichen lassen. Aber okay. Wie viele Hasen habe ich überhaupt? Wenn ich 10 brauche, ich habe 6. Okay. So, und dann gehen wir jetzt wieder zu Maledois. Oh, nee. Ne, Malois, nicht Maledois. Der war ein anderer Typ aus einem anderen Let's Play, aber doch. So, Achtung. Ja, erstmal hier rausfahren. Nochmal. Zack. Ein Schneetal, Kusen. Bam, banabam. Oh, yes. Boom. So, jetzt geht's. Ah, Leute, ich wollte euch nochmal was erzählen. Ich kann jetzt schön machen während der Reise hier. Und zwar so ein bisschen so Insider-Wissen, von wegen, wie ich meine Videos immer bearbeite und schneide und so. Ich wollte euch mal erzählen, dass ich immer erst am Anfang ein schlechtes Wissen hatte, seitdem ich DS-Spiele und 3DS-Spiele aufnehme. Weil es sieht ja eigentlich alles, wenn man so will, sehr, sehr verpixelt aus. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber ich wollte euch sagen, dass ich mir da eigentlich schon Gedanken gemacht habe, um halt trotzdem die bestmögliche Qualität rauszubringen. Nur leider ist das nun so, dass halt, das ist ein DS-Spiel. Das ist auf einen sehr kleinen Bildschirm ausgelegt und nicht auf ein hier 16:9 und HD großen Bildschirm oder Fernsehbildschirm ausgelegt. Und deswegen, so, Malois Haus. Und deswegen mache ich aber extra immer so einen Zwischenschritt, nämlich, weil ihr kennt das ja, sagen wir mal, wer das kennt, sagen wir mal so, man hat so sein Bearbeitungsprogramm und da würde ich diese Rohdatei, das, was ich aufgenommen habe, einfach reinpacken, und dann wäre das Bild extrem klein. Aber damit es 1080p angeschaut werden kann, müsste ich das größer ziehen, also skalieren, und durch dieses per Hand größer ziehen, sage ich mal, würde die Qualität übelst sinken, ja. So, das wäre auf jeden Fall sichtbar, weil es ist immer besser, große Sachen kleiner zu machen, anstatt kleine Sachen groß zu machen, denn das ist immer eigentlich schlecht. Und deswegen mache ich immer noch einen Zwischenschritt und mache meine Rohdateien, haue ich nochmal in ein anderes Programm rein, was die Bildschirme nebenbei, was die Bildschirme auch trennt, weil ich nehme immer beide Bildschirme gleichzeitig auf und muss die erst immer teilen, um sie dann halt in den Rahmen einzufügen und sowas alles. Und diesen Extraschritt mache ich deswegen, weil da kann ich das Bild vergrößern, aber nicht einfach durch simples Großziehen, sondern durch pixelgenaue Skalierung. Das wird pixelgenau hochskaliert, damit das Bild zwar größer wird, aber der Qualitätsverlust verhindert wird. Und also das, was ihr seht, ist halt wirklich gestochen, scharf, die Originalqualität. Das sieht man am besten, warte mal, guck mal, das sieht man hier am besten, wenn ich zum Beispiel mal meinen Sammlungsbildschirm aufmache. Guck mal hier, das sind alles 2D-Sprites, ne? Guck mal, die sind ja gestochen scharf. Seht ihr ja, ne? Alle richtig schön. Okay, ist 2D, das ist nicht so schwer, das gestochen scharf zu kriegen. Aber so, dass ihr wisst, was ich meine, dass die Qualität halt wirklich gut ist. Bloß halt hier bei so einem 3D-Sachen, die sind natürlich auch oberkrass scharf skaliert und wirken deswegen sehr pixelig.
Aber nein, also das hat sich noch nie einer darüber beschwert, dass er nun nicht eine deine Qualität ist voll scheiße. Nee, ihr habt das ja anscheinend, ihr wisst das ja anscheinend alles, dass das nun mal leider so ist. Und ja, aber wollte ich euch nur mal erzählen, dass ich mir da trotzdem Gedanken mache und nicht einfach das irgendwie aufnehme, zack, groß skalieren, fertig, in den Rahmen reinziehen und schick gemacht, alles fertig. Nee, nee, da mache ich extra noch einen Zwischenschritt. Das ist bisher bei allen DS- und 3DS-Spielen. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Da seht ihr, so kann man doch so eine Reise auch überbrücken, oder? Oh Gott, die scheiß Schneemänner. Oh nein. Schneemänner darf nicht sein. Zack. So. Aber sag mir mal, wie ihr die Qualität findet. Wie gesagt, also, es hat sich da bisher noch keiner beschwert und so. Aber, also ich bin der Meinung, es ist halt wirklich gestochen scharf. Und es ist halt die Originalqualität. Wenn ihr an eurem DS spielt und ganz nah rangeht, dann sieht das halt auch so aus. Es ist halt nur nicht ausgelegt. Hat der Nintendo nicht gewusst? Ja, dass irgendwie mal Leute das abfilmen oder abgrabben, abcapturen und das dann in besserer Qualität auf größere Bildschirme hochladen und so. War ja eigentlich nie. Das war eigentlich nie geplant. Und deswegen haben sie sich darüber ja keine Gedanken gemacht. Hauptsache, das sieht auf einem kleinen Bildschirm gut aus. Aber naja, und wir Let's Player müssen uns halt ein bisschen was einfallen lassen, damit es trotzdem gut aussieht. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Hier nochmal zu weit, jetzt sieht natürlich hier alles. Oh Mann, das sieht aus, ey. Total verpixelt. Man sieht jeden einzelnen Pixel. Aber es ist halt qualitätsmäßig gestochen scharf. Und hier nochmal, guck mal hier, die ganze. Die Sprites, auch da oben in der Ecke, die Herzen und so was. Alles, was 2D ist, ist ein kleiner Indikator dafür, wie wirklich gestochen scharf das alles ist. Und dass ich halt versuche, mir Mühe zu geben, die Qualität schön zu halten. Aber okay, das mal so am Rande. So, jetzt, du musst jetzt eine Brücke bauen. Willst du etwas Bestimmtes, Junge? Sag schon! Ne, voll extra markiert. Naja, also, die Brücke ist im Arsch. Und du bist ja der weltbeste Brückenbauer. Was, ich soll die Brücke reparieren? Ja, bitte. Das kommt mir gelegen. Mit Leinbeck habe ich noch eine Rechnung offen. Auf geht's, ich gehe schon einmal vor zu deiner Lok. Ich warte wohl dort auf dich. Ah ja, okay, das kann ich jetzt auch nicht schneiden, den Rückweg. Weil... Jetzt komisch. Da muss ich euch zeigen, weil jetzt haben wir nämlich zum ersten Mal einen wirklichen pingeligen Fahrgast. Nicht so wie Ferro oder so, dem war der scheißegal. Bloß der hier, darauf müssen wir achten, wie wir da fahren. Was mit dir? Hm? Ach, da war ich zu langsam. Ich wollte nach Papuzzi, aber du hast schon Maledois an Bord. Na egal, dann laufe ich und mache unterwegs ein paar Bilder. Aber du solltest wissen, dass Malois nicht ganz einfach ist. Ignoriere nicht das Dampfpfeifenschild. Oh, okay. Und beachte die Geschwindigkeitsbegrenzung, ja. Die Haltelinien am Bahnhof ist zu beachten. Und Schaden durch Feinde sollst du auch nicht einstecken. Sonst kriegst du was zu hören, dass dir die Ohren klingeln. Und bremst auch nicht während der Fahrt mit dem Rückwärtsgang. Das ist gefährlich für deine Passagiere. Aber als Lokführer weißt du das. Wenn du Zeit hast, schau mal wieder bei mir vorbei. Kannst du voll vergessen, du Typ. So, wie er sich freut. Ja, und dieses Gesicht müssen wir halt schön grün lassen. Unser erster Gast. Und er wirkt, als habe er seine Ansprüche. Sollen wir gleich zu Leinbeck fahren? Yes. Alles einsteigen. So, den ganzen Weg werden wir nicht mehr schaffen. Aber ein bisschen. So, es gibt ja auch keine. Kann ich irgendwie durch. Kann er bestimmt durch den Turm als Abkürzung fahren, oder? Ich probiere das mal aus. Oh yeah, Mann. Jetzt geht es ab. Na, nice. So, erstmal einfach so fahren. So, noch ist sein Gesicht fröhlich. Ja, er freut sich über den Besuch. So, da kommt da jetzt auch schon ein Schild. Ein Dampfschild. Na ja, denn. Legen wir mal los. Achtung und. Du weißt, wie es geht. Er freut er sich voll. Bam, bam. Badabam. Oh Gott. Da laufen einfach auf den Schienen. Sind die verrückt? Einfach down gemacht, diesen Typen. Natürlich kann man sich ein paar Dinge erlauben, aber irgendwann sagt er sich dann auch, nö, du bist zu kacke. Du bist zu fies und das macht keinen Spaß. So, wenn ich jetzt natürlich die Abkürzung nehme, heißt das auch, ich muss durch die scheiß Züge wieder da, die alten Gegner-Loks, muss ich auch wieder durch. Ah, das wird ja lustig, wird das. Dim, dim, bum, bum. So, ich wollte eigentlich gar nicht anhalten, kann ich einfach durchfahren? So, Zelda, komm mal wieder her. Also muss ich echt immer die anquatschen? Wo ist Zelda? Der Lokomoko an der Küste heißt Spul. Na, wollt ihr fahren? Ja. Wohin möchtet ihr fahren? In den Wald. Okay, trappen. Dum, 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 dum. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder. Ich hoffe, wir kriegen unseren Gast zufrieden zu Leinbeck. Und dann wird uns hoffentlich Leinbeck auch endlich mal sein Geschäft offenbaren, damit wir haben ja Schätze. Und das ist ja richtig cool. Und da freut mich schon richtig drauf. Auf Leinbecks Service, denn. Oh, warte mal. Ah, wo will er denn langfahren? Wo will er langfahren? Ich hoffe, er dreht. Der Dumm-Bumm.
Ich hoffe, er dreht gleich, der olle Typ. Doch fährt er geradeaus. Warte, ich glaube, ich sollte mal stoppen. Oh, verdammt! Sorry. Warte mal, ich muss gucken, wo der lang fährt. Ah, geht, war so klar, dass er genau da lang fährt, wo ich hin will. Also muss ich hier lang. So. Sorry, Mann. Ach, der wird schon wieder fröhlich. Pass auf. Ah, Mann, warum? Mann, ich war schon... schnell zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Da war ich schon vor der Abzweigung. Oh, weia. So, jetzt aber. Los, jetzt fahr! Schnell! Oh! Nee, warte mal, die Musik erst vorbeilassen. Das läuft besser. Ah, nein, warum? Okay, gut. Hier ist was los, ey. Ja, ich baller ihn ab von hinten. Geht irgendwie gar nicht. Dann gehen die überhaupt kaputt? Ich weiß das gerade gar nicht mehr, ey. So, ich hoffe, ich kann ihn hinterherfahren. Außer natürlich, ich muss jetzt gleich blöderweise wegen meinem Passagier langsamer fahren oder so. Das machen wir erstmal wieder glücklich. Ja, du weißt, wie es going. Jetzt schaffe ich das schon wieder nicht. Okay, warte mal, doch, er fährt da lang. Dann fahre ich ihm wieder her. Ich muss nicht vergessen, dass ich keine Vollbremsung machen darf. Aber Leute, ich würde sagen, ich fahre noch bis vor dem Bahnhof hin. Okay, so kann man die Wissen verlangsamen. Wenn man so eine scheiß Bahn hinten am Arsch hat, dann kann man die Wissen schön ein bisschen verhindern. Wie das aussieht, wir fahren hier lang. So, jetzt müssen wir auch tatsächlich hier langsamer fahren. So. Wenn er sich freut. Keine Ahnung, warum wir hier langsamer fahren sollen. Vielleicht will er sich die Gegend angucken. Hier zu ihrer Rechten sehen sie eine wild gewordene Lokomotive und den schönsten Pixelwald, den sie je gesehen haben. So, und wieder Vollgas. Du weißt, wie es geht. Bin ich zum ersten Mal Lokführer, mein Freund. Jetzt komme ich mit dir, ein Schweine. Oh yeah. Aber Leute, das war's für den heutigen Part. Ich bedanke mich schon mal wieder sehr fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Und, oh, cool, Mann! Ja, Leute, und kaum zu glauben, aber er ist echt beleidigt, wenn man nicht pustet. So, komm, du wolltest Schwein. Ah, wir haben ihn ja schön zufriedengestellt. Jetzt bloß keine Vollbremsung machen. Ich verlangsame schon mal und mach schon mal Stopp, denn ich bleib jetzt hier kurz stehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Part von Legend of Zelda Spirit Tracks. Ciao!